Es ist die Zeit, in der wir das, was uns ausmacht, dieses Miteinander auch unter Beweis stellen können. Das, was uns Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen in Österreich erleben, was wir in den letzten Jahren bewiesen haben, indem in dieser Zeit zum Hörer gegriffen wird, zum Smartphone gegriffen wird, 0800 664 24 12 gewählt wird und dann vielleicht auch Ministerin Christine Aschbacher antwortet. Und auch sie unterstützt uns hier am Licht ins Dunkel Telefon. Und vor allem kennen Sie die derzeitige Situation vieler Menschen, die in Österreich leben und arbeiten oder nicht mehr arbeiten können. Wie nehmen Sie trotzdem diesen Zusammenhalt und diese Bereitschaft zu helfen wahr? Ich bin tief beeindruckt von der Bereitschaft zu unterstützen. Und es berührt mich wirklich sehr als Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend, aber auch persönlich als Mutter, dass so viele ihren Beitrag leisten in unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Situationen, die selbst betroffen sind und sagen, heute möchte ich auch einen Beitrag leisten, weil wir auch Unterstützung erfahren haben, als wir es gebraucht haben. Und jeder Beitrag zählt und ich darf mich da an dieser Stelle bei allen wirklich aus tiefstem Herzen bedanken. Herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Ministerin, für Ihre Unterstützung und auch für die weitere stressige Zeit, trotzdem vielleicht auch eine besinnliche Weihnachtszeit. Danke. Herzlichen Dank, es ist mir eine Freude und Ehre. Uns auch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, diesen Zusammenhalt, den leben wir, indem wir füreinander da sind. Und Sie haben es heute schon gesehen, Kunst, Kultur, Schauspielerinnen, Schauspieler, Musikerinnen, Musiker, aber auch das Haus selbst, der ORF selbst mit seinen verschiedensten Aktionen, um Licht ins Dunkel zu unterstützen. Und ich freue mich, dass auch in den letzten Jahren auch SimpliTV, und jetzt habe ich den Geschäftsführer von SimpliTV, Michael Weber, hier ein großer Partner von Licht ins Dunkel war und auch heuer. Herzlichen Dank dafür. Wie kommen denn diese Unterstützungen immer zustande? Die kommen so zustande, dass wir unsere Mitarbeiter auch fragen, was wäre denn ihr Interesse? Und so haben wir heuer Familien in allen Bundesländern gemeinsam mit Licht ins Dunkel gefunden, die wir unterstützen. Das heißt, für das Nötigste, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder die Kinder gerade Schuhe brauchen, ja, oder einfach die Stromrechnung vielleicht nicht bezahlt worden ist. Und genau da setzt Licht ins Dunkel an und SimpliTV hilft. Und wir freuen uns, dass Sie deinen Scheck mitgenommen haben und auch unterstützen mit 30.000 Euro. Herzlichen Dank dafür, Herr Weber. Wir sehen auch schon, dass Tobias Pötzelsberger schon bereit bleibt für unser... genau, er ist ja dauernd am Telefonieren. Also herzlichen Dank, Herr Weber, auch alles heuer Gute für auch. Diese Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Danke. Alles Gute noch. Und auch... Tobias ist schon bereit für ein kurzes Gespräch. Sie wollen dich nicht loslassen. Wie reagieren denn die Menschen, wenn du antwortest am Spendentelefon? Sehr freundlich zum Glück und es sind wirklich sehr, sehr viele dabei. Mir haben die Leute jetzt gerade erklärt, sie haben mehrmals schon probiert, weil offenbar so viel los ist und es waren viele nette Gespräche. Und ja, sehr nette Leute wirklich. Wir hoffen, dass mehrere Menschen mehrmals probieren, dann wieder bei dir zu landen. Ja, unbedingt. Überhaupt, dass sie durchkommen, ist wäre das Allerwichtigste und die Spenden ankommen, ja. Nichts geht verloren, alles kommt an. Danke auf jeden Fall, Tobias, auch für deine Unterstützung. Gerne. 0800 664 24 12. Wir freuen uns über jeden Anruf.